Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Outlast Whistleblower. Wir starten schon los, wir sind gerade frisch aus dem Krematorium entkommen, aus dem Ofen, wo unser lieber Freund Segenbert uns braten wollte. Das war hier. Hallo! Deswegen sind wir auch ganz unverblümt und gehen jetzt auf eine Tür oder nicht auf eine Tür, ich habe keine Ahnung. Hallo. Kommen da noch mehr? Kommt da noch was nach? Was ich interessant finde ist, ne? Wir haben jetzt hier ein Krematorium drin und so, ne? Was mich jetzt interessiert ist halt, wenn das Ding echt schon so kaputt ist, dieser Ofen hier allein schon, ne? Also man sieht ja, dass das Feuer oben rauskommt da, ne? Ist es jetzt echt so gewollt oder ist es nur so gemacht oder ist es schon in Ewigkeiten so oder ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. So, wir gucken uns aber erstmal hier unten um. Oder auch nicht. Aua! Hallo! Zimmer Service. Ah, okay, da. Fällt mir da irgendwas noch? Batterie. Okay, hier können wir uns hinrennen, wenn wir irgendwie mal was brauchen. Okay, gut. Ist denn da irgendwas noch? Die Kathedrale, kennen wir das nicht? Haben wir nicht schon mal? Also im anderen Teil auf jeden Fall. Oh, was haben wir denn hier? Ausdruck einer Doktor, es liegt mir fern, einen Namen Gottes zu belügen. Also lasse ich mich sagen, lassen Sie mich sagen, dass ich meine Bestes tun werde, um die Sicherheit Ihrer Arbeitsumstände zu verbessern. Ich und der Rest der Angestellten wissen all die Dinge, die Sie für uns tun, wirklich zu schätzen. Und sollten Sie wirklich von jemandem bestimmten bedroht fühlen, lassen Sie uns bitte wissen. Wir können dann entweder die chemische Fixierung verstärken, die Lobotomie durchführen oder ähnliche Berührungsprozeduren. Ja doch, Prozedur. Bitte unterschätzen Sie den Wert Ihrer Messen für die Patienten nicht. Unsere Patienten benötigen die Kraft und den Halt von Gott und Familie und vor allem, wenn die Tiefe, und die Notwendigkeit chaotischer Natur der Hypnotherapie betrachtet. Nicht alle unsere armen Schäfchen haben eine Familie, an die sie sich wenden können und somit fällt diese Last und diese Berufung auf sie.
Wir alle bauen auf ihre Glauben und ihre Art Arbeit. Diktiert, aber nicht gelesen. Dr. Newhouse, D.R. 20. Mai 1961. Dafür wären auch Fahrer. Komm hier, aber hier bleiben, hier ist sicher gerade. Da, mal abgesehen davon, jetzt mal ernsthaft gerade, ne? Würdet ihr, wenn irgendwo, ihr wisst, dass hier nur Verrückte rumrennen, würdet ihr zu einer Tür gehen, wo rot leuchtend Exit draufsteht? Würdet ihr das tun? Ich nicht. Aber ich will tun trotzdem mal. Stellen fest, da kommen wir nicht rein. Ah, hier ist eine Tür, sicher jetzt erst. Was zum Henker ist das denn? Ach du Scheiße. Oh, hier wurden Auto, hier ist die Autopsie, ne? Na, wunderherrlich, ich bin hier hellauf begeistert. Okay. Ich sehe da hinten eine Tür. Doch, richtig gehabt. Hehe, cool, Mo. Nun klettern wir hier wie so ein jungfräulicher Klettermaster einmal hoch. Ich werde jetzt mal, wenn es gefallen wird. Hallo, lieber Wallrider. Mann, hab ich auf dich Bock gehabt, ey. Hier bleiben wir jetzt. So, hier wohne ich jetzt. Mir doch egal, was die anderen machen. Ich wohne jetzt hier. Das ist doch scheiße. Ja, genau. Jetzt finden wir Luft und schaffen, wo wir reinkrabbeln können. Ey, Freunde. Also, ich würde gerne noch weiter höher. Ich will da oben wohnen.
Nee, gut, okay. Ich dachte, das liegt an der Batterie oder so. Nee, aber das ist bloß so ein... Teil vom Feuerchen. Bin ich jetzt? Sieht ja noch ein Zellentraktor so aus. Krabbel die Batterie, geht nicht, so ein Scheiß. Habe ich Wahl. Ins Helle? Oder ins Dunkle? Ins Helle? Ins Dunkle? Was war das? Ja, ich crouch gerade über durch die Gegend. Jetzt gerade ganz ehrlich sagen. Batterie aufgenommen, na immerhin. Also ich will doch erst ins Licht. Na gut. Muss ich irgendwas machen mit? Nee, ne. Da war er wieder, hat er gehört. Ob man aus der Richtung kommt. Ich will da nicht hin. Okay, da war gerade der Priester, den wir vorhin schon seine Teil gesehen haben. Ich
Können eine Runde beten gehen, aber hilft sie auch nicht viel. Da ist noch eine Batterie. Ich denke mal, dieser Tisch, den wir jetzt hier haben, ist eine gute Methode, uns mal wieder für die nächste Folge, bis zur nächsten Folge zu verabschieden. Und das tun wir jetzt auch. Bis dahin.